Mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir reitet Plötze. Das ist, glaube ich, Epona. Plötze Epona! Ifui, wo ist Plötze? Plötze steht hier am Stall. Ah! Nee, Epona will ich nicht. Ah! In Fort mit dir. Komm ich hier wieder runter? Auf C. Schon so lange nicht mehr gespielt. Kommt jetzt ein echt fucking Sandsturm? Dann zieh doch einfach deine Maske auf. Hab ich auch. Ist doch okay. Tüdelü. Junge, was bist du denn so zickig? Bin ich zickig, ich gehe jetzt auf die Jagd. Wir wollen ja vorbereitet sein. Genau, Reisevorbereitung. Genau. Und ich dachte mir hier, diese komischen, nein, Steinbock-Viecher, diese komischen Aggressiven immer, die bieten ja so exzellentes Fleisch. Okay. Ah, wenn ich sie sehe, fällt mir dann der Name wieder ein, warte. Schieferrücken? Nee, die sind scheiße. Marshörner? Ja, die sind auch gut. Apropos, ich will mal ein bisschen Schleimsuppe machen. Ja, für unsere Kämpfer brauchen wir Schleimsuppe, viel Schleimsuppe. Wo waren die denn? Und mit der Sonne sieht es so aus, als ob ich so ein riesiger Scheinwerfer immer meinen Weg erleuchtet. Dein Getreue ist eine Stufe aufgestiegen, ist mir doch Wumpe. Nein, das habe ich jetzt nicht gemeint, Pferdchen. Du bist ein guter Plötze. Hey, wo waren diese Kackviecher? Oh, Plötze, nein! Sieht aber wirklich ein bisschen komisch aus bei dir. Ja, finde ich auch. So ein riesiger Scheinwerfer. Ich bin's, Gott. Ich erleuchte dir den Weg. Nämlich. Ja, nicht Gott, dann ist es halt die Sonne. Es geht langsam weg. Also irgendwie sah der ganz scheiße aus. Ah, hier, Kudo. Kudo, Kudo, Kudo. Okay. Dreckiger Kackskorpion. Nee, das will ich nicht. Die geben doch immer exzellentes Fleisch, diese Viecher. Ja, wirklich? Nee, wir wollen kein Häutemesser. Wir wollen Hacken, Hacke, Hacke, Peter machen. Schmackhaftes Fleisch. Das ist doch gut. Oder kannst du vielleicht noch irgendwas zubereiten später? Gibt es vielleicht noch irgendwelche tolle Essensrezepte? Ja, also ich bereite gerade ein paar hundertjährige Eier vor, weil die ja ein bisschen länger halten. Ja, 100 Jahre, lecker. Dann, wir haben ja auch noch gereinigtes Fleisch aus unserer Joggruppe. Dann habe ich exotisches Festmahl, ein bisschen Dörrfleisch. Wollen wir hinreiten oder zu Fuß? Ich dachte mir, dass wir erst einmal ein bisschen beamen und dann rüberlaufen und dann zu Fuß. Also ich. Okay, ohne Pferde. Ist relativ egal. Wir können reiten, wir können aber auch unsere normalen Leute mitnehmen. Nö, lass die normalen Leute mitnehmen. Weil das Pferd kann ja nicht mitkloppen. Genau. Wenn man dagegen. Ja, doch, die kloppen auch, die treten auch. Ach, Nashorn. Hallo! Dafür ist plötzlich nicht geeignet. Dann irgendwie so ein Fellbett oder sowas wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. Ja, die lassen sich ja mal schnell zusammenbauen. Das ist ja nicht das Problem. Ah, Fellbett? Ja, oder so eine Faserbettstatt. Ist ja egal, aber wir haben naja, ja aber die lassen Zeug, sich was wir dafür brauchen. Das sollte ja nicht das Problem sein. Okay. Warum ist hier nur ein Verfickter von diesen Viechern, die ich brauche? Oh. Ups, da sind Baumplätze. Meine mal ein paar Eisenkopfpfeile. Hier sind ja noch so viele. Schau einer an. Was brauchen wir noch? Warum sind in der Zimmermann-Werkbank Aloeblätter? Weil das halt so ist.
Leuchtschleim nehme ich auch mit, ein bisschen, damit ich meine Leuchtfackel reparieren kann. Leuchtschleim ist eine gute Idee. Ich weiß. Ach, hier sind gleich zwei Nashörner. Das ist zu viel. Schubidubidu. Genau, Rittersporn habe ich auch angemalt. So. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber eigentlich haben wir was. Plätze, nein! Also wir haben auch noch ganz viel gereinigtes Fleisch. Eigentlich brauchst du gar nicht so viel. Na, dann komme ich gleich zurück. Dann sparen wir uns das. Plätze, töte das Nashorn! Oh, hat er mich erwischt. Aloe-Tränke habe ich auch vorbereitet. Da fliegt er! Was ist es? Eine Hexe? Nein, ein Nashorn. Scheiße, kein Ferret. Oh, egal. Dann komme ich zurück. Gut. Wenn wir noch genug haben. Irgendwie habe ich auch gerade kein exotisches Fleisch bekommen. Aber so habe ich mal Plötze ein bisschen ausgeritten. Das muss ja auch mal sein. Da freut sich Plötze. Natürlich. Stand da die ganze Zeit dumm rum. Ich kann ja mal gleich gucken, ob ich noch Giftpfeile herstellen kann. Oder ob ich Herzen müssen sammeln. Müssen wir eigentlich, weil ich hatte ja letztes Mal so viele Herzen gesammelt. Ja, ich glaube auch. Oh, hier hast du vielleicht eine Kiste übersehen. Ich habe die nicht komplett leer geräumt immer. Ach so. Ich habe nur das mitgenommen, was ich als sinnvoll erachtet habe. Oh, Rittersporn, du stehst. Ach, alles gut. Na, aber los. Ich gehe mal nach oben und gucke wegen Giftpfeilen. Wenn nicht, müssen wir ein paar Herzen sammeln. Ich habe doch so viele. Man kann nie genug Herzen. Also haben. Wir haben 72 Manifestationen des Eifers. Oh, scheiße, ich habe vergessen, dass man die umreiten kann. Ja. Jetzt sind sie sauer auf mich. Jetzt haben die mich nicht mehr lieb. Oh. Armer kleiner Heinrich. Also ich stelle gerade noch mal 250 Giftpfeile her. Ja, das klingt nach einem Plan. Und der limitierende Faktor sind diesmal nicht die Manifestationen des Eifers, sondern die Äste. Aber ich denke, wenn wir 200 Giftpfeile mitnehmen, das sollte reichen. Weil eigentlich wollen wir ja nur nach Osten, um erstmal den Obelisken da zu finden. Und da habe ich jetzt mal ein bisschen gecheatet. Was gecheatet? Ich habe jetzt mal geguckt, wo der ungefähr sein müsste. Boah. Kommst du rein oder willst du draußen bleiben? Ach, du bist wahrlich Plötze. Das ist aber eine gute Strecke. Also da sind wir definitiv mehr als eine Folge unterwegs. Können wir dann nennen die lange Reise oder so? Oh, ich habe 6 Knochen gefunden. Juhu! Wow! Also, Knochen brauchen wir ja auch zum Reparieren der Leuchtstäbe. Dabei. Hier, nein, da. Brauchen wir noch Goldstaub? Immer. Oh,
So ein bisschen Stahl und Leder wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? Hm. Ist voll, packe ich erstmal meine Truhe. So, die 100-jährigen Eier und die mit Honig glasierten Eier habe ich mal mitgenommen. Das schmackhafte Fleisch packe ich da jetzt einfach mal rein, ne? Jo. Oh, Schleimsuppe. Dann nehme ich mal gleich ein bisschen was für meinen Sklaven. Danke. Ja, ich auch. So, wo bist du, kleiner Wurm? Würmelein. Würmelein, da. So. Ach ja. Ein paar Knochen nehme ich mit. Guck mal, Würmelein. Ja, du hast die Busenwunder genannt. Ja. Ist ein Busenwunder. Hast du dir diese Euter mal angeschaut? Ja, das sind da bestimmt pro Brust 2 Liter Milch. Boah, ich hätte da hat die aber schon lange nicht mehr abgepumpt. Ja, sie hat noch nie abgepumpt, ne? Aua, das muss wehtun. Ja, platzt. So. Also ich wäre tatsächlich abmarschbereit. Ja, du hast ja alles soweit gepackt, denke ich mal, ne? Ja, also ich habe Essen. Vielleicht noch was zum Reparieren. So ein bisschen Leder und Stahl. Leder und Stahl? Reicht verstärktes Leder oder normales Leder? Vorsichtshalber von beidem was mit. Dann nehme ich was mit, warte mal. Könnte man das nicht auch irgendwie... Genau, Menge. Machen wir mal... 16. Gehen wir das davon auch nochmal hin. Jetzt habe ich das gemacht. Shift und rüberziehen. So. So, jetzt habe ich das auch. Also Leder habe ich genommen. Ja, ich auch. Ja, dann ab zum Beam. Ja. Wo ist mein Fuzzi hin? Wo ist meiner? Fuzzi? Deiner rennt hinter dir her. Guter Fuzzi. Aber wo ist mein Fuzzi? Da ist mein Fuzzi. Schleppo. Wir beamen jetzt so weit es geht in den Osten. Das ist der hier. Der hier? Jo, der beim Brummbrummt. Ah, brumm, brumm, brumm. So, oh, ich sehe gerade, hier ist bei der Arena noch eine Bettrolle von mir. Kann ich eigentlich einsammeln gehen, ne? Oh Gott! Oh, das war knapp! Oh, das... Bei der Arena ist noch eine Bettrolle, ja. Oh, falsche Richtung. Da lang. Aber jetzt habe ich gerade keine Lust auf diese komischen Hygiene. Nee. Aber wir kommen irgendwann mal wieder wegen Dämonenblut. Jo. Wobei die Schlange da in der verlorenen Stadt... Ja, die war besser. ...sehr viel sinnvoller. Was brauchte man noch für so ein Bettchen? Ich glaube nur Zwirn. Zwirn und Pflanzenfasern. Oder Stöcke, glaube ich. Ja, ein paar Stöcke habe ich gerade aufgesammelt. Aber wird wahrscheinlich hier runter. Weißt du noch, wo es hier runter geht? Also, du kannst springen. Ah, hier ist ein Weg runter. Oh, dann nimmst du den Weg, genau. Wo ich gerade sagen. Ja, Vorsicht, da ist Die gefährlich. Spalte. Die gefährliche Spalte. Die gefährliche Freudenspalte. Kommt man hier jetzt runter? Also man könnte hier abkürzen durch die Spalte. Ja, aber da habe ich ja schon mal gezeigt, dass das keine gute Idee ist.
Ja, du warst, glaube ich, überrascht, ne? Ja, ich habe nicht gesehen, dass da eine Spalte ist. Ja, ich weiß. Darum sage ich es ja. Ich glaube, es ist mir auch schon mal passiert. Okay. Das sieht auch nach einer guten Idee aus. Ich gehe zur Freudenspalte. Und in der Freudenspalte muss es doch irgendwie schön. Kann man bestimmt irgendwie runterrutschen. Ja. Das sah sehr komisch aus. Mal, du, ein bisschen mehr rechts wäre besser gewesen. Aber es funktioniert. Aua. Man sieht auch, dass du das hier schon ein paar Mal versucht hast. Ich glaube, dir ist mehr als einmal passiert, so häufig wie du hier liegst. Na, guck mal, hier ist auch unten gleich was zum Aufsammeln. Ach, halt die Schnauze, du Geist. Davon brauchen wir ja eh etwas. Genau, hier hatte ich irgendwo meine... Ach, hier ist es. Du hast ein Bettchen? Ja. Habe ich hier noch eins? Nee, ne? Nö. Ich muss eins bauen. Dann müssen wir jetzt eigentlich hier so lang. Ja, warte, ich muss noch kurz gucken. Das ist ja schon ewig nicht mehr gebaut. Drei Zwirn. Eins, zwei, drei. Das dauert einen Moment, aber ich denke, dann habe ich gleich ein Bettchen fertig. So, wo bist du? Dann können wir weiter. Einmal umdrehen. Ich sehe dich ja schon. Ja, sorry, das sehe ich ja nicht. Ich finde es gut, dass du gewartet hast. Du hast ja sonst immer gemeckert. Ja, weil du immer so schon dann 5 Kilometer vorrennst. Ja, deswegen habe ich doch gewartet. Alles gut, alles gut. Ja, das wird ein bisschen spannend, da hochzukommen. Okay, schaffen wir. Doch, ja. Ja, nein, vielleicht perfekt. Oh. Gerade so geschafft. Da ist ein Stein da. Oh. Wollen wir vorbeilaufen? Oder vorbeiklettern? Wir sind die Querfeldeingänge. Was ist denn für ein Geräusch? Todflüsterruin. Oh oh. Oh! Nein! Oh, okay. Ich muss leider ganz kurz mich nackelig machen. Ja. Ich lass meine Helme auf den Kopf und meine es ist mir kalt. Vermeintliche Abkürzung ist auch gar keine, sehe ich gerade so. Oh, die hat ja kein Oberteil. Hallo? Die ist ja ein bisschen aggro. Todflüsterlager. Brauchen wir Sklaven? Jetzt gerade nicht. Achso, der gehört nicht zu uns. Ja, ich habe auch gerade einen Moment gebraucht, um das zu kapieren. Ich nehme mal ein paar Herzen mit. Mach das, aber eigentlich sind wir ja gar nicht zum Looten hier. Ja, ich weiß, aber... Ach... Lass uns mal lieber einen Weg nach Osten suchen. Das ist ja unsere eigentliche Mission. Wir können uns das hier auf die Agenda schreiben und bei Gelegenheit nochmal auskundschaften. Ja, ist okay, aber ich nehme trotzdem die Herzen mit. Also... Willst, man soll ja nichts verkommen lassen, so. Ja, ja, alles okay. Hier könnten wir runterkommen. Das sieht ja aus wie gemacht. Ah, unten links geht's. Ey. Lass uns doch durchprügeln. Na gut. Vielleicht kommen wir auch geschickt dran vorbei. Wir können ja vorbeischleichen. Geht das? Sullis Hinterhalt.
Ah, hier kommen wir aber runter. Sehr schön. Was wir nicht noch alles neu entdecken. Kommt da hat der Sully aber einen schlechten Hinterhalt gelegt, wenn wir dran vorbeikommen. Ah, rechts geht's auch noch was. Hier waren wir echt noch nicht, ja? Nee. Das ist alles Neuland. Spinne! Spider-Man! So. Aber ihr interessiert mich nicht. Ich will in den Dschungel. Oh, gab es früher mal einen Film Ab in den Dschungel, ne? Mit The Rock? Nee, aus dem Dschungel in den Dschungel. Und das war nicht mit The Rock, das war mit Brendan Fraser. Nee, das war George, der aus dem Dschungel kam. Nee, ich hatte gerade so einen Film mit The Rock im Kopf. Ah. Da musste nämlich ein Schnösel rausholen. Ach, das rausholen. Ist Welcome to the Jungle, war das, glaube ich. Ah, Welcome to the Jungle. Ich muss aber gestehen, den habe ich nie gesehen. Ach, war unterhaltsam. Sonst hätte ich mir nicht gemerkt. Bei schlechten Filmen schlafe ich ein oder ich reg mich drüber auf. So. Ja, vor allem das drüber aufregen kannst du gut. Ja. So. Das ist ja auch echt manchmal verwunderlich. Da nehmen die 300 Millionen Dollar in die Hand und kriegen nur Scheiße dabei raus. Das muss man erstmal können. Und. So, aber dann packe ich jetzt gleich mal das Essen zur Seite und hole meinen leuchtenden Stab raus. Ja, ich mache noch kurz mein Bettchen fertig, aber ich denke mal, ich will es nur mit einem Auftrag geben. Ich leuchte dir mal. Oh, danke. Ui, hier ist so eine Arbeitsbiene. Ja. Lecker, lecker. Vielleicht findest du hier auch irgendwo deine heißgeliebten Fettraupen. Oh, Fettraupen. Du wirst gleich ganz nostalgisch, ne? Ja, das hatte ich schon ewig nicht mehr. Kommt her, ihr kleinen Fettraupen. Nee, es war keine Fettraupe. Es regnet. Davon kannst du regnen. Seit wir im Dschungel sind. Das ist ja ätzend. Ach stimmt, im Hochland hat es glaube ich auch mal gepisst, als wir dort waren. Ja, oh, was war das? Hm? Was bist du denn? Waran. Können wir doch, oder nicht? Ja, ich hab halt nur gehört und war mir nicht mehr so, was für ein Viech war. Aber ich hab keine Lust auf einen Waran. Ah, bringt doch nur Wildfleisch. Oh, da ist er. Ja, die schlängeln zwei hinterher. Ja, wo sollen sie doch schlängeln? Und tschüss. Hui. Laufen wir hier immer so am Rand lang. Oh, was bist du? Ein Fohlen. Du siehst aber ganz schön abgemagert aus, Mädel. Guck dir mal dieses abgemagerte Fohlen an. Ja. Aber es ist weiß. Oder? So hellbraun. Ja, also ich dachte eher vom Weiten, es wäre ein Esel. Ja. Da mit dem Kampf reiten. Ja. Stell dir mal vor. Gegenüber Helms Klamm werden die Orks auf Esel angeritten. Ja, ja. Das wäre auf jeden Fall lustiger gewesen. Ich krieg das Bild nicht aus dem Kopf. Aber vielleicht nicht so sehr Helms Klamm, sondern hier dann der Ritt der Rohirrim da auf Gondor dazu. Ja, oder so. Das wäre cool, wenn es das nochmal irgendwie geben würde, so
so ein Special im Kino mit allen Filmen hintereinander. Vielleicht sogar die Special Extended Director's Cut Edition. Ja, kann ich dich ja vor ein, zwei Tagen absetzen oder was? Also ich würde mir die Gegend ja gerne ein bisschen genauer anschauen, aber es ist dunkel und regnet. Das ist voll ungemütlich. Ja, wir haben uns das perfekte Wetter ausgesucht, die perfekte Zeit. Geht ja auch irgendwann mal die Sonne auf? Ui, guck mal, da drüben ist eine dicke, fette Schlange. Oh. Ich habe eine Schlangenphobie. Soll das eine Anaconda sein? Keine Ahnung. Ich habe noch Ärmchen. Ich kann ihr Ärmchen geben. Okay, auf meine Schüsse reagiert die Schlange. Echt nicht? Zu weit weg. Oh, keine Pfeile. Ah, der gleitende Strand. Also bei mir geht's. Ja, ich war, glaube ich, zu weit weg. Ach, ich glaube, das war jetzt keine böse Chance. Okay, Rittersporn hat kurz einen Prozess mit ihr ja gemacht. Ich glaube auch, dass sie ist einfach nur riesig, aber... Hey, Dämonenblut. Yeah. Cool. Gut gemacht, Rittersporn. Das Gute ist, diese Schlangen sollte man... Da hinten rechts ist nämlich auch schon einer. Da ist noch einer. Wollen wir die gleich zerlegen? Die ist zwar links, aber können wir machen. Rechts war auch eine, warte mal. Attacke! Rittersporn! Ah ja, ich war ja bei Seed, ne? Ja. Oh, Seed! Seh das nicht! Sieh dir das nicht an! Ich mach hier gar nichts. Und davon ist noch eine. Alter, viele Schlangen. Vor allem, was essen die, damit sie so groß werden? Kleine Schlangen. Warane. Wahrscheinlich. Oder nervige Touristen. Ah, ja, sie guckt mich an. Ist jetzt erstarrt? Ja. Wie viele Lederhandtaschen man da rauskriegen könnte. Oh ja. Ist da hinten ein Schiff? Hat nicht mal irgendwer was gesagt beim Wrack oder so? Kann man tauchen oder irgendwie Schatz finden oder was war da? Ja, oh, das ist ja schon ewig her. Ja, ja. Jetzt wo ich dieses Schiffchen da sehe, fällt mir es auch gerade ein. Das war, hat jemand bestimmt vor 100 Folgen geschrieben, so. Ungefähr. Wir haben noch keine 100 Folgen. Wir sind jetzt erst in Folge 83. Ja, aber ne, gefühlt ist es eine Ewigkeit her, meine ich. Also. Es ist auf jeden Fall irgendwas Wrackiges. Ja, dann wird es wahrscheinlich nicht, nicht genau da sein. Wahrscheinlich gibt es irgendwo unter Wasser, irgendwo an einer Stelle bestimmt so ein Schiffswrack. Auf jeden Fall will ich darüber schwimmen und mir das mal anschauen. Ja, und beim Schwimmen kann man ja mal kurz Tauchi machen. Ui, ist auf jeden Fall relativ tief hier. Ja. Da sind Fischis. Warum habe ich keine Ausdauer? Aber hier unten sind keine Wracks. Wenn du schwimmst, lädst du deine Ausdauer auch wieder nach? Ah. Gut, dass es keine Piranhas gibt. Also ich sehe hier kein Schiff unter Wasser. Ich habe auch. Ah, wird es hier bestimmt irgendwo geben. Die Bucht der Rümpfe. Und da ist wieder ein Varan.
Und ja. Ja, der macht Feuerspucken oder so, ne? Keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall tot. Hi, Jucken! Ist da irgendwas drin? Ja, das überlege ich mir auch gerade. Vielleicht eine Truhe oder so. Ja, ja, dachte ich mir auch gerade so. Hätte ja was, aber hier ist leider auch nichts. Nur ganz viele Wracks. Ja, okay. Oh, Deko halt. Aua! Dova, Spucke. Bäh! Ja, Rittersporn, nicht nur dumm gucken. Ja, auch mal zuhauen. Ich bin enttäuscht. Hätte das sein können, dass hier irgendwelche Kisten am Land geschwommen sind oder Leichen oder. Ah, die Schiffe sehen ja schon. Was sind das denn für coole Vögel? Die sehen anders aus als unsere gefundenen Vögel. Die sind ja richtig schicki. Ach, pass auf, die sind super schicki. Das sind Schuhschnäbel, glaube ich. Bist du ein Schuhschnabel? Du bist ein Schuhschnabel. Wie hießen die Vögel bei Final Fantasy, Hi? Auf die man reiten konnte? Was soll ich Chocobo! Das wissen? Du bist ein Chocobo! Für mich ist das ein Schuhschnabel. Für mich ein Chocobo. Was ist denn ein Schuhschnabel? Es ist wirklich ein Schuhschnabel. Ja, das ist ein Vogel, von dem der Schnabel so geformt ist wie ein Schuh. Deswegen Schuhschnabel. Gibt's den echt? Ja. Wir verarschen? Nein. Es gibt wirklich Schuhschnäbel. Warte. Jetzt ernsthaft, glaubst du mir nicht, dass es Schuhschnäbel gibt? So große Vögel? Und ich kenne die nicht. Also so... Ich weiß nicht, ob sie so groß sind. Die gibt es auch im Vogelpark Walsrode. Oh, wir müssen auf die andere Seite. Vogelpark Walsrode. Der schönste Vogelpark. Alter, die gibt es ja wirklich. Die sind ja hässlich. Alter, sind die hässlich. Alter, sind die hässlich. Oh nein. Was denn? Nein. Was denn? Was hast du getan? Was denn, Mama? Was ist denn, Mathilde? Was ist denn? Wir haben eine Sache nicht mitgenommen. Nein, den Kartenraum! Nein, die haben den Kartenraum nicht mitgenommen! Nein! Nein! Aber es gibt Schuhschnäbel in echt! Oh, WTF, Alter, nein. Egal, wir suchen jetzt diesen dämlichen Obelisken. Ja, dann müssen wir zurückgehen und dann können wir hinbeamen und dann, ja. Genau. Oh, Mann. Das war gekonnt. Oh, hier gibt's auch Krokodile. Bist du normaler Kroko oder bist du ein super Kroko? Oh, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Er tritt den. Ey. Jawohl, kleiner Wurm. Ich sehe ihn auch. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Hui. Rittersporn, komm, trau dich ins Wasser. Wie groß werden diese, Viecher? Arzt? Aber Größe würde mich jetzt... Heinrich, machen. Ganz fasziniert vom Schuhschnabel. Ja, das Ding sieht ja echt hässlich aus. Also, die Beine... Wirklich... Wie so kleine Stöckchen. Dieser Schädel so riesig, das passt einfach nicht zusammen, finde ich. Wie groß wird er denn? Oh, so ein Meter bestimmt. Bonaparte. Wissenschaftlicher Name, blablabla. Die Größe würde mich mal interessieren. Merkmale, Verbreitungs... Im Südsudan, aha. Du bist lang. Wo bist du denn? Ja, ich war gerade auf dem Handy. Ja, weiter nach links, weiter nach links. Geradeaus, ja. geradeaus. Das Koko rennt auf mich zu. Ja, ich sehe schon. Ich wollte mal gucken, ob der Vogel gewinnt oder das Spuckvieh. Nimm das Koko. Man. Du kannst ja, willst du es noch beobachten? Nein. Okay. Vogel gewinnt. So, wir müssen irgendwie da hoch.
Ja, klettern wir halt ein bisschen, ne? Ist aber ganz schön hoch. Geh erstmal hier diese Schlucht lang. Ja, der Weg bringt uns wahrscheinlich schon irgendwie da hoch, ne? Vergessene die Stadt von Xelha. Aha. Oh. Okay. Ja, ich sehe es. Aber erstmal will ich diesen dämlichen Obelisk. Genau, haben. Ich auch. Wir machen wahrscheinlich den übelsten Umweg, aber. Ja, das ist wahrscheinlich so, so. Das schlängelt sich wahrscheinlich so im Kreis hoch, so genau. Wie das momentan aussieht. Das klingt ja sogar wie hier im Vogelpark. Ja, so. Da ist er, da ist er. Oh, Leopard oder sowas. So. Warte, bevor die mich killt. Das ist ein Puma. Das ist ein Puma-Junges. Ach so, ein Junges. Ein Panther. Und da ist die Mama. Und da ist noch ein Panther-Junges. Hol es dir, es läuft weg. Miau. Bleib hier. Miau. Komm hier. Komm hier. Nimm, nein, nein, nein. Wo bist du denn? Oh, ich hab ihn. Ich hab auch ein Panther-Junges. Und ich bin nicht überladen, glaube ich. Dagons Auge. Nein, ich bin nicht überladen. Ja, ich musste das Kleine abgeben. Oh, das könnte ich auch machen. Nee, da ist nicht genug Schleim. Schleim ist ja. Ja. Gut. Dann, ich würde sagen, den Kartenraum holen wir aufs. Ja, ich glaube, offscreen können wir jetzt erstmal zurücklaufen. Oder genau. Zurück. Nee, zurückbeamen können wir nicht. Hahaha. Oh, was ist das denn hier für? Ach, das sind Eisensteine. Okay. Aber die sehen besonders aus. Das ist normaler Eisenstein. Das liegt, glaube ich, nur an der Umgebung. Okay. Nee, ich würde sagen, wir gehen jetzt auch zurück und. Ja. Schade, dass wir das jetzt so unterbrechen müssen. Ja. Aber gut. So ist das halt, wenn man nicht nachdenkt. Mathilde nimmt alles mit. Wir haben uns ja eigentlich gut vorbereitet, aber eine Kleinigkeit haben wir vergessen. Kevin. Kevin? Ach nee, das ist ein Kartenraum. Kevin, Kartenraum ist ja dasselbe. Okay. Wir brauchen eigentlich noch einen Kevin, ne? Wir brauchen einen Kevin? Ja. Ach so, ja. Irgendein Sklave, der Kevin heißt. Kevin's a slave, ja. Na gut, runter kommt man. Jo. Ah, hier geht's, glaube ich, besser runter. Oh, sieht so. Autsch. Uiuiui. Geronimo! Oh, das war. Ja, hin und wieder zurück. Die Geschichte eines Heinrichs. Hm? Junge, wo bist du denn? Ah, da bist du. Okay. Ja, dann machen wir hier erstmal einen Break und dann. Ja, da fliegt gerade. Siehst du, da fliegt er bei dir auch. Hä? Ich hab hier voll den Grafikfehler. Was liegt denn da bei dir? Ein Kudo und Antilope. Oh, hier auch bei mir. Der Stein geht in den Himmel auf. Bei mir einen und der ist weg. Aber bei dir sind ja mehr. Ja, jetzt sind sie aber wieder unten. Das musst du als Thumbnail benutzen. Die fliegenden okay. Kudos. Oh, die drei Stück auf einmal. Ich box euch. Ja, wir werden uns jetzt irgendwie wieder nach Hause schlagen, den Kartenraum holen und wieder hierher beamen und uns dann bei Gelegenheit wieder melden. Wieder melden, ja. Jo. So. Ja. Das ärgert mich jetzt gerade, weil das. Aha! Hätte man sich auch sparen können, jetzt so ein bisschen das doofe Gelaufen. Naja.
Ja. Nur so lernt man. Ja, was denn? Ich habe ja auch, ich hab auch nicht dran gedacht. Naja, so ist es halt. Gut, ja. Oh, zweitens Kreuzung. Was für eine Kreuzung? Zweitens aus. Boah, schön für so eine Kreuzung. Also auf jeden Fall, die Stadt können wir uns ein bisschen anschauen. Ich glaube, da gab, ich glaube, in dieser Stadt oder so gab es auch diese Religion mit dem Freudenhaus. Ich glaube, das war die Stadt. Das kann sein. Hier gibt es bestimmt noch ganz viele Sachen und auch Dungeons, die man dann besuchen können. Stimmt. Aber das Gute ist, wir brauchen ja keine weitere Basis, wenn wir hier erstmal den Kartenraum aufgestellt haben. Oh, guck mal, ja, das sind Menschen. Dann haben wir unsere feste Basis und von der können wir immer agieren. Oh, das riecht nach Herzen. Warte mal, die nehmen wir nochmal mit. Genau, du. Kümmer du dich um die Herzen. Du kannst sie zerstückeln. Was ist das? Landstreichers Rast. Okay. Und ich bin noch nicht überladen. Ich auch nicht, aber es fehlt nicht viel. Aber immerhin, wir haben ein, wir haben zwei Pantherjunge. Ja, das ist gut. Auch wenn sie im Zweifelsfall nur als Deko dienen, aber wir haben Pantherjunge. Kann auch nicht jeder von sich behaupten, ne? Mein Panther wird dann Bagheera heißen. Bagheera, finde ich, ist ein guter Name. Was? Nee, ist okay. Mir fällt gerade nur kein Name für meinen ein. Aber Bagheera ist doch wieder irgendwo aus dem Disney-Scheiß, oder? Aus dem Dschungelbuch. Das ist erstmal kein Disney-Scheiß. Disney hat nur das Dschungelbuch verfilmt oder eine Geschichte aus dem Dschungelbuch. Okay. Genau. Ich glaube, wir wollten die Folge eigentlich beenden. Ja, das wollten wir schon seit 5 Minuten gefühlt. Ja, ach hier, das wollten wir uns ja auch nochmal anschauen. Kannst du dich noch erinnern? Erinnerst du? Nee, erinnerst du? Ja, nee. Erinnerst du? Als wir irgendwann mal unsere erste Reise in den Osten gestartet haben. Ja, ich glaube, haben, ja. Da haben wir uns hier nicht wirklich reingetraut. Ah, ich bin überladen. Ich bin auch fast überladen. Also ich habe noch 10 Arme, die ich wegschmeißen kann. Ich kann hier noch bis wegschmeißen. Wir können ja einfach mal hingehen, damit wir es auf der Karte haben. Ja, das können wir machen. Dann machen wir das noch hier in dieser Folge. So. Die wir seit mehreren Minuten schon beenden wollten. Ein altes Problem. Eieiei, nur mal kurz gucken, wehe, das ist ja noch voll der Dungeon. Ja, da gehen wir dann aber halt rein. Da war hier nicht irgendwas, warum mit... Oh, da oben links geht's weiter. Oben rechts auch. Oh, Riesenskorpion. Kleiner Skorpion. Das ist aber ganz schön wüsterig hier. Ja, ganz viel Sand zum Durchkämmen. Ach, das sind diese Viecher, vor denen wir Angst hatten. Warte, warte, warte. Ach, ja, ja, ich verstehe. Kämpfen wir mal gegen einen. Ja, die sind ein bisschen stärker. Jungs, euer Aufgabengebiet. Oh, 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 oh. Haben wir. Okay, die waren doch nicht so leicht. Genau, schnippel die mal auseinander. Sandbestien Gallenblase. Ich will das noch auf der Karte, aber das ja, sind so viele. Ja, noch ein paar. Wir haben schon epische Waffen. Hm. Und dann geht's ja bestimmt irgendwo rein und dann sind wir mitten in so einem Dungeon. Wahrscheinlich. Ich würde sagen, jetzt gucken wir uns nächstes Mal an. Okay.
Oder übernächstes. Wir laufen erstmal weiter nach Hause. Genau, aber wir beenden jetzt die Folge. So. Ne? Ja, wir beenden jetzt die Folge. So. Wirklich? Reingehauen, bis zum nächsten Mal. Ne? Okay, bis dann. Tschüss. Ciao.